Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. In der bayerischen SPD ist Bewegung. Da hat sich in den letzten Tagen viel getan. Der Florian Pronold, der Chef der bayerischen SPD, will zurücktreten, hat auch schon seine Nachfolgerin benannt. Nun ist die SPD natürlich eine demokratische Partei. Nachfolgerin muss gewählt werden. Aber ich habe heute das Glück, dass sie hier ist. Natascha Kohn, herzlich willkommen. Dankeschön. Natascha Kohn, bei Ihnen wird ja nun diskutiert, dass ein Neuanfang so wichtig ist. Sind Sie der Neuanfang für die bayerische SPD? Naja, die Frage ist immer bei einer Partei, die 150 Jahre alt ist, über 150 Jahre alt, was ist neu? Ich glaube, so sollte man es nicht definieren. Ich sage darauf immer, jeder neue oder neuer Landesvorsitzende, Landesvorsitzender ist was Neues. Bringt einen eigenen Stil, bringt eigene Ideen mit und eine Vorstellung, wie es weitergehen kann. Und meine Vorstellung gebe ich jetzt in den Saal sozusagen, sag, hey, das bin ich, das sind meine Vorschläge, aber mein Wunsch war auch, dass wir eine Urwahl machen, sodass jeder mitentscheiden kann, weil ich glaube, das bringt die SPD, die ja momentan richtig in Wallung ist, nochmal nach vorne, sodass wir dann echt einen tollen Bundestagswahlkampf auch hinkriegen und dann auch eine Landtagswahl. Obwohl eine Urwahl ist es ja eigentlich nicht, es ist ja eine Mitgliederbefragung und die ist ja nicht bindend dann für den Vorstand. Naja, sagen wir mal so, es ist ein Mitgliedervotum. Das heißt, unsere Mitglieder dürfen ein Votum abgeben und das wird an den Parteitag gegeben. Und wenn jetzt angenommen, es wären drei Kandidaten, die jetzt in die Urwahl hineingehen, also ich nenne es jetzt Urwahl, weil das ja der gängige Begriff, wenn die jetzt da reingehen und einer oder eine gewinnt, dann dürfen die anderen beiden sich laut unserer Satzung nicht nochmal bewerben auf dem Parteitag. Aber also Urwahl wäre, wenn die Mitglieder denjenigen wählen würden und das dann auch bindend wäre. Sozusagen, klar, aber unsere Satzung hat halt diese Vorschrift sozusagen, da können wir jetzt auch nicht dran vorbei, aber es ist ein Instrument, was wir, also seitdem ich dabei bin, noch nie benutzt haben und ich habe weit zurückblickend nicht genutzt haben und ich habe das Gefühl, so vom Bauchgefühl her, das tut uns einfach jetzt auch gut, mal echte Basisbefragung, was wollt ihr eigentlich und darin will ich jetzt volles Rohr rein. Und was sagen Sie denen in Ihrer Partei, die sagen, Mensch, Sie haben doch jetzt 8 Jahre lang schon mitgemischt im Vorstand und waren ganz eng auch mit Florian Pronold natürlich zusammen. Das war ja ein Tandem. Die sagen, mit Ihnen wäre es eben kein Neuanfang, weil Sie 8 Jahre schon quasi auch bei wichtigen Entscheidungen mitentschieden haben. Also ich muss mal noch mal dazu sagen, in den letzten 3 Jahren hat die Partei ja auf ganz vielen Parteitagen und wir haben auch sehr, sehr viele Experten dazu geholt. Zum Beispiel die Soziologin Professor Jutta Almendinger, verschiedenste Institute, die noch mal analysiert haben, was ist eigentlich die Vorstellung der Menschen von der SPD in Bayern, aber vielleicht auch eben in ganz Deutschland. Aber vor allen Dingen war mir wichtig herauszufinden, in den letzten 2, 3 Jahren seit der letzten Landtagswahl geben wir als Politiker eigentlich immer schon die Antworten vor. Und haben wir eigentlich die richtigen Fragen gestellt? Und auf diesem Weg sind wir gegangen, die letzten 4, 3 Jahre im Prinzip seit 2013. Und was mir da eben wichtig war, dass wir nicht am Schluss wieder mit so einem Bauchladen von Themen kommen, sondern dass wir wirklich mal herausfinden, was sind eigentlich die zentralen Themen und die Erwartungen an uns und wo müssen wir Rahmenbedingungen, heißt Gesetze, Vorschläge bieten als Politiker, die den Menschen in Bayern echt was bieten und vor allen Dingen dann am Schluss, wenn die Menschen wählen gehen, dann wählen die nicht, weil die sagen, die haben Programmpunkt 1, 2 bis 10 erfüllt, deswegen finde ich die toll, sondern die sagen, was fühle ich denn, wenn ich die SPD, an die SPD denke, fühle ich mich da sicher mit denen. Und insofern hat unsere Basis in den letzten großen Parteitags sich auf 4 große Themen verständigt, einstimmig. Lassen Sie uns gleich über die Inhalte sprechen. Ja, ne? Ja, schon klar. Trotzdem sind Sie so ein bisschen ausgewichen, was Ihre Nähe zu Florian Pronold anbelangt, der ja jetzt Sie empfohlen hat. Wo dann meine nächste Frage wäre, war das gut für Sie? Aber trotzdem, was sagen Sie denen in Ihrer Partei, die sagen, Sie haben 8 Jahre mitgemacht und jetzt wollen wir neu anfangen und brauchen ein neues Gesicht? Ja, aber das wollte ich ja gerade sagen. Eine Basis, die sich einstimmig auf 4 Themen festlegt, jetzt erst vor einem Dreivierteljahr, dann ist ja ein sehr großer Konsens, was die Themen schon mal betrifft. Und da haben wir ja maßgeblich dran gearbeitet. Florian Pronold hat ja sehr, sehr stark die Partei modernisiert, umstrukturiert. Das macht nicht nur Freunde, muss man auch mal sagen. Aber ich glaube, wir sind auf einem hohen Level von Professionalität, wo wir einfach vorher nicht waren. Das heißt, er hat extrem viel auch wirklich geleistet. Und ich weigere mich sozusagen, eine böse Nachrede zu machen. Das tut man nicht. Ja? Es ist einfach unheimlich wichtig, dass wir auch
uns loben und sagen, Mensch, was haben wir denn eigentlich geschafft? Und es geht immer nur miteinander. Wenn man jetzt sagt, hier, wir brauchen einen Neuanfang, dann dürfte man halt die Frage stellen, worin besteht denn der? Kann der nicht auch darin bestehen, dass jemand einen neuen Stil mitbringt, der, und das werde ich tun, der sich ganz anders äußert? Aber vor allen Dingen die Frage, reicht es eben, wenn man sagt, hey, der Neuanfang springt ins Becken, kann der aber auch schwimmen? Und ich denke schon, dass ich gut schwimmen kann. Also Sie haben natürlich jemanden jetzt, der das von sich behauptet. Ich habe gerade auf mein Handy die Nachricht bekommen, Florian von Brunn tritt gegen Sie an. Also das heißt, Sie haben auf jeden Fall zwei Konkurrenten, die da gegeneinander antreten. Was würden Sie denn als Hilfestellung Ihren Parteimitgliedern sagen, warum Sie gewählt werden sollen und nicht Ihr Konkurrent, der Florian von Brunn? Na, einmal vorweg schicken, den Florian von Brunn, den kenne ich sehr gut. Mhm. Ich mag ihn echt, das ist ein echt guter Kollege und ich freue mich drauf, dass wir beide in den Wettbewerb gehen. Wir kommen aus einer sehr ähnlichen Ecke politisch, eher ökologisch und auch stark auf Nachhaltigkeit basierend. Also wir haben eine sehr ähnliche Idee zu denken. Und deswegen bin ich total gespannt, sag ich mal, wie wir uns beide jetzt dann auch in diesem Urwahlverfahren vorstellen. Wir machen 7 Konferenzen in den 7 Bezirken Bayerns und jeder gibt seine Vorstellungen raus. Was mir total wichtig ist, es geht nicht gegen, sondern es gibt 2 Vorschläge im Moment. Vielleicht gibt es ja auch noch 3 oder 4. Wie zum Beispiel in Berlin bei der SPD, da gab es 3. Bis in Baden-Württemberg auch. Kann man sich noch bei Ihnen bewerben. Und dann stellen wir uns einfach vor, so wie wir sind. Und ich glaube, viel wird auch davon abhängen, welche Empfindungen wir auch auslösen. Weil es geht ja, also das habe ich zumindest im letzten Jahr insbesondere gelernt, dieser ewige Politsprech und so weiter, der ist es nicht. Überhaupt nicht, sondern du musst eine Sprache sprechen wie du und ich am Küchentisch. Die Menschen verstehen Politik zum Teil schon überhaupt nicht mehr. Und vor allen Dingen musst du auch ein Gefühl vermitteln. Ja, ein Gefühl für Politik. Und dass hinter dem Politiker nicht irgendein Politzombie steckt, sondern dass das echt ein Mensch ist, der weiß, was er möchte und dir einen Vorschlag macht, wenn du ihn wählst, wohin du mit ihm gehst. Und das ist ich verstehe das schon, dass Sie nicht gegeneinander irgendwie antreten wollen. Trotzdem, glaube ich, ist es eine große Hilfe, wenn Sie wenigstens die Unterschiede herausarbeiten. Also indem Sie sagen, also er ist hierfür und ich bin dafür. Können Sie da 1, 2 Beispiele nennen? Naja, Florian von Brunn ist ja jetzt vor 3 Jahren in den Landtag gekommen. Er ist sehr stark in den Verbraucherschutzthemen, Umweltschutz, Umweltthemen an sich. Das macht er super. Bayern-Eis-Skandal, den hat er ja herausgearbeitet, hat er toll gemacht. Also das ist für mich gar nicht der Punkt. Ich muss jetzt tatsächlich abwarten, mit was Florian von Brunn kommt. Ich habe ja schon sehr deutlich gemacht, wofür ich stehe, für die 4 Themen, die wir erarbeitet haben. Bezahlbares Wohnen. Wie gehen wir mit Familien um? Beitragsfreie Kitas. Damit gehen wir sehr stark ran. Digitale Arbeitswelt. Unsere Arbeitswelt verändert sich komplett. Wie gehen wir damit um? Wie schützen wir die Menschen? Wie machen wir das Ganze flexibel? Und Integration. Das sind die 4 Themen, die festgelegt sind für mich. Und darüber hinaus stehe ich aber jetzt zum Beispiel eben noch ganz klar für Millionärssteuer. Mit der Vermögensverteilung stimmt was nicht mehr in diesem Land. Das kann jeder spüren. Und vor allen Dingen in Bayern, insbesondere auch im Münchner Raum, geht der Bodenpreis in eine Höhe, die ist abartig und da müssen wir einen Riegel vorschieben. Und da habe ich auch Vorschläge wie eine Spekulantensteuer. Das heißt, wer glaubt, mit seinem Boden spielen zu können und Kohle machen zu können, der ist bei uns an der falschen Adresse. Also wir wollen diese Gerechtigkeitsfrage jetzt echt in den Mittelpunkt stellen und das dann auch vermitteln vom Stil her. Also lassen Sie uns mal über die Millionärssteuer sprechen. Wie kann sowas aussehen? Wie stellen Sie sich das vor? Da bin ich im Moment in der Debatte mit dem Thorsten Schäfer-Gümbel. Das ist unser Finanzmann auf Bundesebene. Der erarbeitet gerade mit Walter Borjans, ist Finanzminister Nordrhein-Westfalen, auch ganz interessanter Typ. Die beiden diskutieren im Moment, macht man es eher sozusagen über Vermögen oder Erbschaft. Die Tendenz geht in Richtung Erbschaft. Aber das betrifft eben nicht diejenigen, die ihr Häuschen jetzt zum Beispiel in München haben oder so, sondern man könnte es auch ultrareichen Steuer nennen. Ja? Das heißt, es trifft wirklich... Ja, das sind wir gerade am Erarbeiten. Also 100.000, 1 Million, 5 Millionen. Haben Sie Angst um Ihr Häuschen? Nein. Wenn man Sie so reden hört, dann muss man ja mal rausfinden, wo es dann faktisch hingehen soll. Wir wissen drum, dass da oft Unsicherheiten waren in der Vergangenheit, dass Leute gesagt haben, oh Mann, das ist jetzt das Häuschen, was ich von meiner Großmutter kriege, ist dann fällig. Nein, sondern es geht wirklich um diejenigen, die, und da kennen Sie, wenn Sie hier draußen in München auf die Straße gehen, werden Sie so gut wie keinen finden, den das dann betrifft.
trifft. Aber wir beobachten doch selber, wie sich das Vermögen verteilt. Es vereint sich nur noch auf 8 Personen so ungefähr, die ein Vermögen haben, was alle anderen niemals erreichen werden. Und ich sage immer, das klingt jetzt negativ, aber man kann es doch auch mal so sehen, dass die einen Beitrag leisten zu dem, was unseren Staat ausmacht. Kindergärten, Straßen, Gesundheit, all das muss finanziert werden und stärkere Schultern können auch mehr beitragen. Nein, man kann ja durchaus auch dafür sein, nur es wäre schon interessant zu wissen, genau, aber wo Sie das ansetzen wollen. Da ist die Feinheit und da arbeiten wir aber so exakt, dass wir am Schluss rauskommen und dann sagen die Leute mir, Mensch, ihr habt echt recht, das passt. Wann kommen Sie damit raus? Ja, ich habe gestern saß ich in Berlin noch mit Thorsten Schäfer-Gümbel zusammen. Wir sind das Ganze noch mal durchgegangen. Das dauert jetzt schon noch 1-2 Monate, weil auch Martin Schulz sich gestern erbeten hat von der Partei, dass der sogenannte Programmparteitag, der Ende Mai geplant war, jetzt noch mal ein bisschen nach hinten geschoben wird, weil er bei einigen Themen eben ganz, ganz exakt vorgehen möchte. Und bei Steuer, das ist eines der ganz heißen Eisen. Da muss man schon gut sein. Völlig klar. Ich würde schon noch mal einmal ganz gerne auf die Vorgehensweise von Florian Pronold eingehen, der ja sehr überraschend gesagt hat, dass er nicht noch mal antritt im Mai. Das hat er ziemlich alleine entschieden. Da war die Partei, so, da gibt es den einen oder anderen, der sich da beschwert hat, dass er das nicht vorher intern besprochen hat, wann der Zeitpunkt ist, wann er zurücktritt. Und dann sagt er, Natascha Kohnen soll jetzt nicht nur die SPD-Chefin werden, sondern sie soll sogar auch die Kandidatin werden. Ja? Wie ist das bei Ihnen angekommen? Na, er hat natürlich mit mir darüber gesprochen. Er hat auch schon mal vor längerem zu mir gesagt, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Und also nicht Spitzenkandidatin überhaupt nicht, sondern auch Landesvorsitz. Mhm. Und er hat gesagt, trotzdem denk mal drüber nach, über die Spitzenkandidatur. Und ich habe... Also bei mir hat das sehr, sehr viel auch mit meiner Familie zu tun. Ich bin, wie ich vor 8 Jahren in die Politik komme, ich bin nicht in die Politik gekommen, um mich irgendwo an die Spitze zu setzen, sondern meine Priorität war schon ganz klar bei den Aufwachsenden bei mir zu Hause, sprich meinen Kindern. Und im Lauf der Jahre habe ich das auch immer nach vorne gestellt. Und jetzt hatte er mich dann vor längerem schon mal angesprochen und ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Meine Kinder werden jetzt größer, mein Sohn studiert in Göttingen, meine Tochter macht jetzt Abi und so weiter. Und ich spüre etwas, was mich dazu bewegt hat, zu sagen, ja, ich kann mir das jetzt vorstellen und das ist folgende Veränderung, wie ich aufgewachsen bin. In den 60er, 70er, bis in die 80er rein, bis wir 20 waren, da hatten wir einfach eine Gesellschaft der Chancen. Also wir hatten irgendwie Versprechungen, wir hatten das Gefühl, uns liegt die Welt offen vor den Füßen, wir können uns jetzt echt ausprobieren. Und ich merke einfach, dass die jetzige Generation meiner Kinder diese Versprechungen nicht mehr hat, sondern es entwickelt sich immer mehr so eine Gesellschaft der Angst, der Unsicherheit. Du darfst nur was machen, was dich absichert und so weiter. Also diese Entfaltungsfreiheit haben die nicht mehr. Und die Demokratie schlingert. Und ehrlich gesagt, genau dafür will ich jetzt ran. Aber diese Entscheidung, nehme ich jetzt nochmal auf den Zeitprozess, die habe ich tatsächlich vor noch nicht allzu langer Zeit getroffen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen. Und aber geht das? Sie fragt, hast du Lust? Und nee, Sie sagen, das geht nicht um, hast du Lust? Oder möchtest du es machen? Trauen Sie sich das zu? Kannst du dir das vorstellen? Ja, genau. Dann aber, hat er das Einzige, was er tun darf, ist einen Vorschlag machen. Und ich bin darüber hinausgegangen und habe gesagt, das ist, also es hat übrigens auch die JUSO-Vorsitzende Ückermann hat gesagt, es ist die Aufgabe eines Vorsitzenden, seine Nachfolge zumindest vorzuschlagen. Das hat er gemacht und das kann er tun. Den Moment, wann er zurücktritt, den kann er auch, oder er selber sagt, ich werde aufhören. Das ist sein Moment und da muss er nirgendwo hingehen. Und er hatte übrigens den Landesvorstand informiert, bevor er rausgegangen ist. Das waren, lassen Sie es eine Viertelstunde sein oder sowas, er hat die informiert und hat gesagt, ich habe mich dazu entschlossen. Und diesen Vorschlag meiner Person kann er tun, aber ich habe gesagt, ich will in eine Urwahl, damit es eben nicht so wirkt, als ob das schon alles ausgekartelt wird. So etwas gibt es bei mir, mit mir jedenfalls nicht. Deswegen will ich diese Urwahl haben. Die Spitzenkandidatur, habe ich auch klipp und klar gesagt, das werde ich nicht sozusagen annehmen, weil ich sage, das ist überhaupt nicht der Zeitpunkt. Über eine Spitzenkandidatur, und da bin ich mir mit dem Fraktionschef Markus Rindersbacher einig, das entscheiden wir Ende 2017 überhaupt erst. Und da wird wieder die Partei natürlich entscheiden. Niemand anders. Klar.
Aber Sie sind jetzt so eine halbe Kandidatin oder vielleicht auch... Ich bin ein Vorschlag im Moment. Ja, aber ich sage jetzt auch mal für die Spitzenkandidatur. Ja. Und da hat es mich doch schon sehr gewundert, weil wenn ich an die Wahl 2013 denke, Christian Ude hat das auch 2 Jahre vor den Wahlen, ist er rausgegangen und hat gesagt, er würde es machen. Und das droht ihn jetzt eventuell auch, weil Florian Pronold gesagt hat, Sie sind für ihn die Kandidatin. Das zählt ja was in Ihrer Partei. Naja, ich sehe es ein bisschen anders. Erstmal sage ich, ich bin nicht die Kandidatin. Ich bewerbe mich jetzt für den Landesvorsitzenden und für sonst nichts. Dann haben wir eine Bundestagswahl zu machen, zu bekämpfen, uns zu erkämpfen. Und dann reden wir Ende 2017 darüber. Und ehrlich gesagt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil unsere Mitbewerber hier in Bayern, die machen im Moment nichts anders als permanent Personalkarussell zwischen den verschiedenen Finanzminister, Innenminister, alle Spiele. Und das machen die Medien ja auch total gerne. Und dann habe ich gesagt, in Einigkeit übrigens mit Markus Rindersbacher, der ja auch als möglicher Spitzenkandidat, vielleicht kommen ja noch ein, zwei, das hoffe ich mir, sehr kompetente. Genau, der Fraktionsvorsitzende von uns in der SPD in Bayern. Und wir haben beide gesagt, wir waren uns einig, okay, wir lassen das jetzt mal im Raum stehen. Warum nicht? Die anderen machen es dauernd. Interessant, dass Sie jetzt den politischen Konkurrenten nennen, die CSU, weil Sie eigentlich gesagt haben, Sie wollten sich an dem politischen Konkurrenten nicht mehr abarbeiten. Ich habe ihn auch gerade Mitbewerber genannt. Nein, was wollte ich? Also ich habe klipp und klar gesagt, ich will eine Änderung des Stils der Politik. Das heißt, die SPD in Bayern muss viel, viel mehr ihre eigenen Positionen in den Vordergrund stellen. Das heißt, was wollen wir? Weil wenn wir draußen rumgehen und sagen, Mensch, wofür steht denn die Bayern-SPD? Dann ist das im Moment so richtig Unsicherheit noch. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme. Und wir müssen unsere eigenen Themen nach vorne stellen und nicht immer damit beginnen, was die Staatsregierung für Versäumnisse hat oder was sie irgendwie falsch macht. Es geht um uns. Ich will möglichst viel SPD reinbringen in diese bayerische Gesellschaft, sodass die auch sagen, Mensch, die bayerische SPD, beitragsfreie Kita, das wollen die doch. Das ist echt gut. Das bringt allen Familien was, das bringt insbesondere auch den Frauen was. Oder eben auch Manuela Schwesig, das ist ein Bundesthema, die Familienarbeitszeit, dass sich Familien ihre Arbeitszeit gemeinsam organisieren können, sodass wir eine Partnerschaftlichkeit hinkriegen. Man muss natürlich auch immer erklären, wie das funktionieren soll. Nicht? Also kostenfreie Kitas, muss man dann wieder überlegen, wo nimmt man das Geld weg, was man da dann einsetzt. Also das ja, genau, da sind wir im Moment. Es gibt ja 3 sehr, sehr gut funktionierende beitragfreie Kitas. Das ist einmal in Hamburg, einmal in Rheinland-Pfalz und auch die hessische SPD hat einen ganz interessanten Vorschlag. Wir haben uns jetzt vor 2 Wochen mal das Hamburger Modell vorführen lassen und erklären lassen. Wir tendieren im Moment ein bisschen zum Rheinland-Pfälzischen, aber eben das macht im Moment auch sehr, sehr stark, sage ich mal, die Landtagsfraktion, weil das ja Landesgesetzgebung dann auch ist. Aber wir sagen auch klipp und klar, wie man das finanzieren kann. Und ich sage nur bis 2021 1 Milliarde für Betreuungsgeld. Solange wir nicht genügend Kita-Plätze haben in Bayern, haben wir keine Wahlfreiheit für Familien, wo beide Eltern arbeiten müssen, beide Elternteile. Wie sollen die sich denn organisieren, wenn sie nicht mal einen Betreuungsplatz haben? Oder wenn die so irrsinnig teuer sind, dass sie es sich nicht leisten können? Weil er oft gesagt hat, die Eltern sollen sich aussuchen dürfen, ob sie zu Hause sind oder ob sie das Kind in die Kita geben. Viele haben die Wahlfreiheit überhaupt nicht. Und die brauchen diese Hilfe. Okay, bin gespannt, wie Sie das machen, ohne den politischen Konkurrenten direkt anzugreifen. Nee, also da einen Punkt noch. Ja. Das heißt nicht, wenn die, und sie überschreiten ja oft das Maß, insbesondere bei Debatten, wo es um Leitkultur oder solche Begriffe, da ist auch die Schmerzgrenze erreicht, wo es dann auch knallhart in die Auseinandersetzung mit der CSU gehen muss. Das habe ich ja auch bei der Integrationsdebatte deutlich gemacht und auch letztes Jahr im Februar, als es dann eben um Transitzonen etc. ging bei der ganzen Asylthematik. Ich gehe auch in die krasse Auseinandersetzung. Mhm. Aber der Punkt ist, sind wir eigentlich oft genug mit unseren eigenen Positionen vorne und sagen, das wollen wir für unser Land. Mhm. Ja, zum Beispiel nehmen wir mal die Polizisten im Moment. Wenn man sagt, wollen wir den Bundeswehreinsatz im Inneren, dann sage ich, nein. Die Polizei ist dafür ausgebildet, macht einen super Job hier in Bayern. Die haben aber zu wenig Stellen, die brauchen mehr, 2000 Polizisten mehr. Und vor allen Dingen, im Moment hat ein Polizist nur 1 Wochenende im Monat frei, weil die 2 Millionen Überstunden vor sich erschienen. Dann sage ich Ihnen, was ich will. Ja. Und ich sage nicht, Mensch, die haben das versäumt, die CSU, sondern ich sage, die SPD will
2000 mehr Stellen. Was ich jetzt gerade hier an dieser Mail von dem Florian von Brunn vermisse, ist, dass er über die innere Sicherheit reden möchte und über, ja, überhaupt über die ganze Flüchtlingsthematik. Die erwähnt er hier irgendwie nicht. Und deshalb, wenn wir jetzt gleich zurückkommen, würde ich auch ganz gerne von Ihnen mal erfahren, ob Sie sich da nicht neu positionieren müssen, weil Sie vielleicht auch festgestellt haben, dass in Ihrer eigenen Partei jetzt auch der eine oder andere sogar bis zur AfD übergegangen ist. Und diese Frage möchte ich gleich mit Ihnen diskutieren. Okay. Ja, ich unterhalte mich mit Natascha Kohnen, eine der beiden Bewerberinnen bis jetzt für den SPD-Landesvorsitz. Und Frau Kohnen, die Debatte über Sicherheit bei uns, die auch sicherlich mit der Flüchtlingsfrage für viele zusammenhängt, müssen Sie sich da nicht auch neu positionieren, weil Sie vielleicht feststellen, dass das auch Ihre Wähler als eigentlich eines der wichtigsten Themen der jetzigen Zeit sehen? Ja, ich glaube nicht, dass wir umstellen müssen, sondern wir haben ja sehr klare Positionierungen. Also zum Beispiel hat ja auch die Bundes-SPD in den letzten 2-3 Jahren vom Bundesinnenminister immer wieder gefordert, mehr Bundespolizei, damit eben bei der Grenzsicherung Unterstützung entsteht, weil da ja einfach im Moment eine Situation ist bei den Polizisten, die schwer erträglich ist, wenn die unheimlich viele Überstunden vor sich herschieben. Bei der Polizei an sich, die sind zum Teil belastet mit Aufgaben wie zum Beispiel Begleitung von Schwerlasttransporten. Also man belagert die Polizei mit Aufgaben, die sie eigentlich daran hindert, präsent zu sein und für die Menschen sichtbar zu sein. Da haben wir jetzt auch einen schönen Erfolg geschafft im Bayerischen Landtag mit den Schwerlasttransporten. Diese Aufgaben muss die Polizei jetzt nicht mehr erledigen. Und wir brauchen eben mehr Stellen. Ja. Wie sehen Sie es denn mit der Flüchtlingspolitik? Also müssen Sie da nicht klarer Position beziehen? Also die CSU sagt Obergrenze 200.000 im Jahr. Das ist so etwas, wo die Menschen was mit anfangen können. Während wenn man die Obergrenze eben nicht benennt, dann hat man das Gefühl, es könnte ja wieder so kommen wie 2015, dass knapp 1 Million Menschen hier unregistriert in das Land kommen. Ja, was mich daran ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da ja ein unheimlich Populismus, nennt man es ja. Zum Beispiel wird jetzt ein Begriff wie Obergrenze in den Raum geschmissen. Und die Erfinder dieses Begriffs wissen selber nicht, wie es eigentlich funktionieren soll. Und der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg hat auch mal wunderbar gesagt, was machen wir denn mit dem 201.000. vor unserer Grenze? Ja? Also was machen wir mit dem? Das kann Ihnen niemand sagen. Worüber ich mich geärgert habe, ist in dieser ganzen Integrations- und Asyl- und Fluchtdebatte, dass jeden Tag wurde von der Politik, egal von welcher Partei, ein neuer Vorschlag in den Raum geschmissen, andauernd. Und die Leute wurden immer, oh Gott, mir, was passiert denn jetzt hier, statt dass die politischen Parteien, meinte ich damals auch meine eigenen, dass man sich in einen Raum setzt, die Probleme benennt, sie bespricht und rausgeht und sagt, so, wir bieten euch folgende Lösungen an, ja, in Einigung. Das ist immer Kompromisse. Hört sich gut an, aber wie lautet sie? Aber hat ja nicht funktioniert. Ja, wie lautet sie? Wir müssen noch mal auch darüber reden, warum verlassen die Menschen ihre Heimat eigentlich? Zum Beispiel eben Freihandelsabkommen. Mein Sohn war jetzt ein Jahr in Ghana, hat Bundesfreiwilligendienst dort gemacht und er hat gesagt, wundert ihr euch, dass die Menschen sich auf den Weg machen, wenn sie Zölle aufgedrängt kriegen in Afrika, die ihren Export platt machen? Ja, was glaubt ihr denn, hat er dann nicht geschrieben, was glaubt ihr denn, wovon die Menschen leben sollen? Das heißt, wie machen wir eigentlich Freihandelsabkommen? Europa hat zum Beispiel vor der nordafrikanischen Küste eine Vereinbarung, dort fischen zu dürfen. Ja, was kommt aber in Folge? Die afrikanische Fischerei geht pleite. Die Menschen haben keine Grundlagen mehr. Und wir müssen auch über Wohlstandsverteilung sprechen, über Klima vor allen Dingen. Ich glaube, dass da mittlerweile eine große Sensibilisierung auch stattgefunden hat. Also man guckt jetzt plötzlich in die Länder und schaut, was kann verändert werden. Nur dieses Kurzfristige, was ja jetzt auch irgendwie der Wähler als Antwort haben will. Was tun wir jetzt damit? Ja, aber zum Beispiel Obergrenze. Ja. Jetzt haut die CSU im Moment immer wieder die Obergrenze in den Raum. Im Moment haben wir die Flüchtlinge überhaupt nicht, die in dieser Zahl ins Land kommen. Mhm. Warum? Weil ein Abkommen getroffen wurde, wo man auch noch mal über Menschlichkeit reden muss bei dem Abkommen. Weil wenn man sich die Lage anguckt in der Nähe Syriens und Libanons und so weiter, die sind in
unterirdischen Zustand zum Teil. Da muss eben eigentlich auch eine Finanzierung anders hin. Aber keine politische Frage, die jetzt Flucht und Wanderbewegungen betrifft, ist ja so einfach zu beantworten. Und zu glauben, mit einem Begriff, den ich in den Raum schmeiße, das ist nicht in Ordnung. Weil du verunsicherst die Menschen, gaukelst ihnen was vor und sagst, wenn das nicht kommt, dann will ich auch nicht regieren. Mhm. Aber sie mögen mir einmal erklären, wie diese Obergrenze tatsächlich umgesetzt werden kann. Sie kriegen nämlich schon alleine Probleme mit unserer Verfassung damit. Klar, also das mit dem 200.000 und Ersten, das ist sicherlich eine relevante Frage. Aber Obergrenze ist für viele auch ein Signal nach außen in die Welt, eben nicht mehr mit Selfies zu zeigen, ihr seid alle willkommen, sondern dass man jetzt in Deutschland erkannt hat, dass es eben tatsächlich nur eine begrenzte Anzahl pro Jahr hier in Deutschland schaffen kann, herzukommen. Ja, nicht nur schaffen kann, sondern das ist, dann kommen wir ja wieder auf die europäische Ebene. Wie arbeitet eigentlich Europa zusammen? Ja, es gibt aber Länder, gehen Sie mal auf dieses Signal nach außen ein. Also, dass man einfach den Ländern, von denen die Flüchtlinge kommen, eben zeigt, in Deutschland ist irgendwann auch eine Grenze erreicht. Ja, aber das schaffen Sie ja nicht, indem Sie rübersimsen und sagen, hey, jetzt gibt es hier eine Obergrenze. Ja? Das muss die Politik verkünden. Ja, aber die Obergrenze ist hier nicht die Lösung, sondern es ist ein reiner, markanter Begriff, den schmeiße ich rein, um mir so ein gewisses Label zu geben. Ja? So ein gewisses, hey, ich bin aber ganz schön tough und so weiter. Aber es löst nichts, verstehen Sie? Also das Problem ist ja, wir müssen ja europäisch diese sogenannten Kontingente wieder aufbauen. Im Moment haben wir eine Vereinbarung mit der Türkei. Wir müssen aber eben darüber reden, wie statten wir denn eigentlich die Flüchtlingslager mit aus als Europäer. Und worüber niemand redet, niemand, im Moment sind über diese 5.079 Flüchtlinge, die letztes Jahr im Mittelmeer ertrunken sind. Da redet niemand drüber. Also es ist wie so eine Art Achselzucken auch. Das Problem haben wir wieder ins Fernsehen zurückverlegt. Die Menschen ertrinken jetzt weiter weg, das ist nicht mehr unser Ding. Und deswegen will ich eben unbedingt auf diese Fluchtursachendebatte gehen, obwohl es ja ein unmöglicher Begriff eigentlich ist. Aber wir müssen wirklich darüber reden, wie bauen wir unsere eigene Wirtschaft eigentlich auf, unseren Wohlstand? Mhm. Geht das nicht auf Kosten anderer? Und jede kleine Schraube, die wir in Europa drehen, verändert etwas auf der anderen Seite der Welt. Das schieben wir so weg. Ja, ja? Nee, ist völlig klar. Also das ist ein riesiges Thema. Wie diskutieren Sie denn in Ihrer Partei die Abwanderung von SPD-Wählern zur AfD? Also damit haben wir uns tatsächlich sehr, sehr stark beschäftigt jetzt im letzten halben Jahr. Es gibt ja auch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die nochmal zeigt, wo denn in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Wählerinnen und Wähler der großen Parteien waren. Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Und sie setzen sich tatsächlich bei den großen Parteien, bei den Volksparteien, fast schon hälftig aus Menschen zusammen, die eher sozusagen die sogenannte Linke vertreten. Und es gibt die Rechte, sowohl in der SPD als auch bei den Konservativen. Und wir haben relativ viele Wähler an die AfD in der letzten Zeit verloren, die eher rechtsorientiert, aber immer gesagt haben, Mensch, die große Volkspartei, die vertritt mich schon. Das war das eine, was wir ja beobachtet haben. Dann sind ja unsere Umfragen auch nicht weiter hochgegangen und so weiter. Was aber jetzt in den letzten Wochen eintritt, ist auch hochinteressant, mit Martin Schulz ist eine Identifikationsfigur, ist ein Mensch aufgetreten, wo ich sage, ja, der ist es, mit dem kann ich mir das echt vorstellen, die Zukunft meines Landes. Und wir spüren, dass wir anscheinend jetzt wieder eine Zurückwanderung kriegen. Das heißt, diejenigen, die sagen, Mensch, die Volkspartei, so wie die SPD sich jetzt entwickelt, das gefällt mir doch wieder. Ich fühle mich doch wieder heimisch. Die kommen wieder und wir holen sehr, sehr stark im Moment aus dem Nichtwählerspektrum. Und gestern hat die Generalsekretärin auf Bundesebene uns gesagt, dass innerhalb der letzten zwei Wochen 5.600 Menschen in die SPD eingetreten sind. Das ist unglaublich viel. Hier in Bayern sind es über 700. Aber wodurch wollen Sie die Leute, die in die AfD abgewandert sind, zurückgewinnen? Wo sich vielleicht auch gleich die nächste Frage anschließt, würde mit Natascha Kohn die bayerische SPD, SPD, weiter nach links gehen? Also, weil sie wollen die Reichen besteuern und. Ich kann ja nicht wahnsinnig viel mit den Begriffen links, rechts, also was ist denn das? Sondern ich glaube, das ist tatsächlich themenabhängig, wie ich mich positioniere. Mir ist eher der Begriff der Gerechtigkeit wichtig. Ist das Gefühl bei den Menschen eigentlich da, dass sie gerecht behandelt werden in diesem Land, dass sie soziale Sicherheit haben?
Das ist wesentlich wichtiger. Das ist jetzt so ein bisschen das SPD-Mantra, ne? Gerechtigkeit. Ja, Martin Schulz, ich finde das super, muss ich ganz ehrlich sagen. Der geht ja mit dem Begriff Zeit für Gerechtigkeit raus. Aber Sie merken, dass der den Nerv trifft damit. Und für uns als bayerische SPD ist es halt interessant, weil wir diese vier großen Themen, die wir bearbeiten, bezahlbarer Wohnraum, Familienpolitik, eben beitragsfreie Kitas und so weiter, das trifft alles ein Gefühl der sozialen Gerechtigkeit. Ist das sozial gerecht? Gibt mir das eine Sicherheit? Ja. Und dieses scheint die AfD, also die Abgewanderten, die gedacht haben, Mensch, vielleicht nehme ich doch die AfD, die kommen zurück und sagen, okay. Also da merken sie förmlich, dass die Gesellschaft, die ja im Moment drohte, auseinanderzudriften, die muss man, das ist unsere Aufgabe, wieder zusammenholen, sozialen Zusammenhalt. Klar, das ist das eine wichtige Thema, weil das andere wichtige Thema sind halt die Flüchtlinge, die dem deutschen Wähler im Moment vielleicht sogar noch wichtiger sind als das soziale Thema, was Sie ansprechen, oder ähnlich wichtig. Ich will es gar nicht überbewerten. Ja. Aber da fehlt die klare Antwort. Nee, fehlt gar nicht, sondern das Gefühl, dass sozusagen, geht es mir sozial, fühle ich mich sicher, sozial sicher in diesem Land. Das war, glaube ich, auch noch ein Thema. Und viele hatten das Gefühl jetzt nur noch Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Und man redet eigentlich gar nicht über das, wie es im Land ist. Wie geht es uns denn hier in Deutschland, in Bayern? Und dieses Gefühl eben wirklich über diesen sozialen Zusammenhalt. Es gab zum Beispiel eine OECD-Umfrage letzten Sommer zu Bayern. Denen geht es gut. Wir haben ja auch wirklich gute Wirtschaftssituationen und so weiter. Aber sie vermissen was? Solidarität. Und dieses Gefühl der Solidarität, das bedeutet dann auch ein Miteinander. Die große Aufgabe bei der Flüchtlingsthematik, wenn man sie überhaupt so nennen will, so würde ich sie gar nicht mehr nennen, das ist jetzt die Integration. Und daran müssen wir arbeiten, wie die Menschen, die hier bleiben aufgrund von Krieg oder Ähnlichem und anerkannt sind, die müssen sich ja auch hier integrieren können und dürfen. Das ist jetzt optimistisch, also die Flüchtlingsthematik. Ich glaube, die wird noch sehr viel intensiver geführt werden müssen. Weil aber dann will ich das tatsächlich über die Fluchtursachen gesprochen. Warum? Weil es ist ja eine Prognose, dass sich 18 Milliarden Menschen auf den Weg machen werden. Das ist eine Riesensumme sozusagen. Ja. Und diese Menschen, dass die sich nicht auf den Weg machen, sondern in ihrer eigenen Heimat leben können. Dafür sind wir, glaube ich, alle auf diesem einen Planeten mitverantwortlich. Da können wir uns nicht rausstehlen. Und schon gar nicht, weil wir, glaube ich, mit einem großen Wohlstand ausgestattet sind. Ich sage immer, wenn ich das Smartphone angucke, glaubst du, dass die Ressourcen, diese seltenen Erden, die in deinem Smartphone verwendet werden, kommen die aus Deutschland? Mit Sicherheit nicht. Die holen wir uns. Wir holen uns die billigen T-Shirts über die Grenze und so weiter. Also wir nutzen sehr, sehr viel, was in anderen Ländern vielleicht auch gebraucht wird. Lassen Sie uns noch mal über die bayerische SPD sprechen, weil das ist ja auch ein spannendes Thema. Und da hat Ihr Parteichef von Heckenschützen geredet, die sowohl ihn getroffen haben wie auch Sie. Wie kriegen Sie das wieder in den Griff, dass diese Partei nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander? Ja, das begann vor, wann war das? Mitte Januar, dass in den Printmedien, in den gedruckten Medien eigene Leute ohne Namensnennung, sag ich mal, unschöne Dinge über Florian Bronert beziehungsweise auch mir gewisse Dinge unterstellt haben. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn du einen Anonymen hast, der nur schreibt, ein Spitzenmann oder Spitzenfrau sagt dies oder jenes, dann ist es unheimlich schwer, darauf zu reagieren. Und jetzt war das denn alles unwahr? Also was mich betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich etwas baff, weil ich mir dann nicht erklären kann, erstens mal, warum tust du das? Und mein Wunsch ist immer offenes Visier. Das mache ich zu Hause so, das mache ich überall so. Wenn mir was stinkt, dann sage ich das dem anderen direkt. Und dafür ist eine Partei eigentlich auch da. Ich sage immer, eigentlich musst du dich behandeln wie eine Familie. Ja? Und das habe ich da vermisst. Und ich glaube auch, dass es einer der Schritte war, weswegen Florian Bronert jetzt gesagt hat, er hört jetzt auf, um mir im Prinzip auch eine Möglichkeit geben, zu reden. Ja? Und das tun wir ja jetzt auch. Und jetzt ist dieser Vorschlag, dass wir einen neuen Landesvorsitzenden, eine neue Landesvorsitzende wählen. Und ich habe sofort für mich auch, damit das eben aufhört, dieses mit geschlossenem Visier aus dem Dunkeln heraus irgendwas zu behaupten, damit das aufhört, ist, glaube ich, die Urwahl ein super Ding. Wenn wir das jetzt machen, dann kann jeder seine Vorschläge auf den Tisch legen. Dann beenden wir das. Und für die Zukunft müssen wir miteinander arbeiten. An alles andere wird nicht funktionieren. Ich meine, die ganz schlimmen Behauptungen gehen dann so weit, dass man Ihnen sogar vorwirft, dass Sie gegen Florian Bronert geschossen haben.
als Heckenschützin. Ich? Ja, aber ich wüsste nicht wie, beziehungsweise das ist nicht mein Verständnis. Ich habe die Generalsekretärin 8 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ich lasse da nichts drauf kommen. Wenn wir Konflikte hatten, haben wir die immer miteinander diskutiert. Ich finde das jetzt einfach echt üble Nachrede zum Teil, das gehört sich nicht. Und für mich ist Loyalität eines der wichtigsten Dinge, aber noch viel wichtiger wäre eigentlich, positiv übereinander zu reden und zu sagen, Mensch, wir haben echt gute Leute. Und das werde ich auch in Zukunft so handhaben. Hat er bei der Aufstellung für den Bundestag Fehler gemacht? Ich meine, das ist natürlich immer schwierig in allen Parteien, ja, wenn man da die Aufstellung macht. Aber da heißt es ja eben auch, dass da ungeheuer viel verbrannte Erde einfach entstanden ist. Ich glaube, dass so ein Prozess wesentlich transparenter ablaufen muss und in den Gremien, die dafür zuständig sind. Soweit ich das sehen kann, ist das diesmal einfach nicht so geglückt. Mhm. Wer aber was und warum, das glaube ich, werden wir sowieso nicht aufklären, weil nicht eben mit offenen Karten gespielt wurde. Und da müssen wir in Zukunft extrem transparent vorgehen und sowas geht. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und was nicht passieren darf, ist, dass nachher dann einfach Mitglieder zurückbleiben, die total enttäuscht sind und auch verletzt sind. Das darf auf keinen Fall sein. Er selber ist die Nummer 1 in der Bundestagsaufstellung, nicht? Der Florian Pronhold. Also ja, er ist darauf haben die sich verständigt und hat sich ja der Parteitag dann auch mit fast 90% ist er gewählt worden. Mhm. Und deswegen war es ja auch umso erstaunlicher, dass dann sozusagen anschließend gesagt wird, oh, was er alles angeblich nicht richtig macht. Also ich glaube, man muss ihm auch wirklich Respekt zollen für die letzten 8 Jahre, was er da auf die Beine gestellt hat in der Partei. Und wie gesagt, gut übereinander reden ist, glaube ich, 1000-mal besser. Tja, hat Sie es irritiert, als Christian Ude sagt, dass er Zweifel äußert, dass Sie nach 8 Jahren im Vorstand so einen Neuanfang starten können? Ich glaube, die Frage war, ist sie eine Wunderwaffe, die Natascha Kuhn? Und ich habe ja mit Christian Ude extrem eng zusammengearbeitet. Wir waren jetzt auch vor 2 Wochen einen Kaffee trinken und haben noch mal über die Zeit geredet auch. Nicht nur über die, sondern wie ist so ein bisschen die Lage. Ein Einzelner kann nie etwas reparieren. Das kann nur ein Team. Und das muss man zusammenstellen, beziehungsweise wir könnten nur dieses Miteinander macht uns stark. Und ich denke, in die Richtung ist auch Christian Ude gegangen. Eine Wunderwaffe alleine macht es nie. Es macht immer nur das, dass wir miteinander arbeiten. Jetzt sind Sie bei 14% gelandet. Der eine oder andere in Ihrer Partei, der spricht so ein Koalitionsflirt mit der CSU nach dem Motto, wenn die dann jemand brauchen, dann wären wir schon als Koalitionspartner bereit, da mitzumachen. Wie sehen Sie das? Einmal die 14% stammen vom Januar, diese Umfrage. Wir haben jetzt eine gemacht vor 10 Tagen, die ist bei 20%. Also die Zeiten sozusagen, Sie sehen also auch immer Umfragen. Da ist ja auch Martin Schulz mit diesem Beben durch die SPD und auch durch die Gesellschaft, durch die Deutsche. Also da verändern sich Umfragen ganz plötzlich. Ja. Wo haben Sie die 20%-Umfrage her? Die haben wir selbst in Auftrag gegeben. Wir haben zum Beispiel auch eine Frage noch gestellt, die uns sehr, sehr wichtig war. Wie ist die Erwartung bei den Steuereinnahmen im Moment? Wenn man mehr Steuereinnahmen hat, was wünscht sich die Bevölkerung mehr? Steuersenkung oder beitragsfreie Kita? Und da haben wir uns tatsächlich, diese Frage muss man stellen, weil man muss ja so ehrlich sein, liegen wir eigentlich richtig? Und da haben sich 56% der Menschen gesagt, wir möchten lieber beitragsfreie Kitas als Steuersenkungen. Also deswegen macht man ja auch Umfragen, um auch die richtigen Fragen zu stellen. Und die Sonntagsfrage ist ja dann auch immer dabei. Und warum kann man so Leute wie den Ulrich Mahly oder den Dieter Reiter nicht dazu motivieren, vielleicht als Spitzenkandidat für die bayerische SPD anzutreten? Was glauben Sie, warum die sich da verweigern? Ja, sie verweigern sich nicht. Sie haben jetzt erstmal einen ziemlich, sag ich mal, Hammerjob zu erledigen. Das heißt, Dieter Reiter muss eine Millionenstadt auf den Weg bringen, muss bezahlbaren Wohnraum in dieser Metropole, die extrem teuer ist, schaffen. Und ich finde, er macht einen wirklich guten Job, auch gerade bei der ganzen Flüchtlingsfrage. Gerade deshalb wäre doch hochinteressant für die SPD als Spitzenkandidat. Klar, also ich leugne nicht, dass die hochinteressant für mich wären, auch für Spitzenkandidaturen. Aber sowas erklärt man dann, wenn, miteinander intern. Aber es sind tolle Leute. Und mich freut es unheimlich, weil wir halt auch in größeren Städten wie Forchheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg, überall sind eben SPD
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die einen tollen Job machen. Und das ist, es ist nur tatsächlich, sag ich mal, diese kommunalen Erfolge auf die Landesebene zu übertragen, die sind ja nicht so einfach. Die Erfahrung haben, hat ja auch Christian Ude mit uns gemacht. Das ist nicht so locker zu machen, sondern da sind die verschiedenen Ebenen reagieren, da reagieren die Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Wäre vielleicht eine Idee, jemanden von ganz außen zu holen, aber für die bayerische SPD jemanden zu begeistern, der muss schon ein sehr großes... Wen wollen Sie von ganz außen holen? Ich finde, wir haben ziemlich gute Leute auch im Land. Ja, interessant, dass Sie das sagen. Aber bei 14% wird es dann natürlich erstmal, muss man sich auch die Frage stellen, ist das so, wie Sie es gerade gesagt haben? Naja, ich meine, sozusagen, Sie sind ja bei den Januar 14%, aber wie schnell, ich glaube, niemand hätte uns als SPD zugetraut im Januar als Bundesebene und auch auf Landesebene, dass wir eine solche Veränderung hinbekommen. Und dann kommt jemand mit diesem Charisma, mit dieser Geschichte, mit dieser Art wie Martin Schulz. Und irgendeine Zeitung schrieb mal, ein Ruck geht durch die SPD. Nein, es geht ein Beben durch die SPD. Und das stimmt, aber es geht eben auch tatsächlich ein Beben durch die Lande. Wenn Sie sich jetzt die Umfragen angucken, Januar waren wir als SPD im Bund auf 20%, jetzt sind wir auf 31. Mhm. Ja, und die Union reagiert völlig panisch und fängt jetzt eine Schmutzkampagne an, die übrigens ekelhaft ist. Und ich glaube, Schmutzkampagnen stehen uns einfach nicht mehr gut an als Politiker, weil sowieso schon so ein Misstrauen. Wir brauchen vielmehr eine positive Botschaft. Und die lautet im Moment für uns Zeit für Gerechtigkeit. Also sind wir alle gespannt, wie lange das Gefühl anhält. Denn wir wissen, wenn jemand Neues kommt, dann ist es erstmal ein Hoch. Und dann muss er sich aber jetzt 8 Monate beweisen und schauen, ob er das hält. Und die bayerische SPD muss da natürlich auch beweisen, dass sie aus diesem Tief herauskommt. Und ihren Teil beiträgt. Und ihren Teil beitragen. Natascha Kohn, an der Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.